Hallo, herzlich willkommen zu einem Pokémon Flora Sky Let's Play von mir. Schon wäre das letzte Mal, als wir in den Arena-Dings da gegangen, in die Arena gegangen und haben zwei von den doofen Trainern besiegt. Und dieses Mal werden wir hoffentlich auch den Arena-Leiter besiegen. Aber davor müssen wir, glaube ich, noch ein paar Mal gegen andere Trainer kämpfen. Und ich habe immer noch nicht geschaut, welches, was es für ein Wesen bei meinem Blindfahren ist und was es bringt. Aber es wird uns nicht stören, trotzdem den Arena-Leiter richtig zu bashen und fertig zu machen. Bau, wir haben ja ein cooles Pokémon. Blindfahr ist ja voll der Killer. Oh, hallo. Du. Wie, du wirst mich vernichten? Ha, ich glaube, ich vernichte dich. Oh. Wie zur Hölle kannst du überhaupt in der Luft fliegen? Mann, was soll das? Macholo, Macholo ist schon cool, aber nicht, wenn es dir gehört. Huh. Und, komm schon, komm. Piu. Oh Gott, natürlich. Oh Gott, nein. Ich hab schon mitgekriegt, dass Low Kick unserem Blindfahren richtig viel Damage macht. Arsch. Oh Gott. Wenn wir jetzt daneben hauen, könnten wir sterben. Komm schon. Okay, gut. Blindfahren, du hast uns nicht enttäuscht. Ein Wunder. Nicht so wie in Pokémon Mystery Dungeon, wo jede Drecksattacke einfach daneben geht. Piu, Level Up. Geil. Ha, wir brauchen hier nur noch 3 Level und dann Schimmer vor allem, dann sind wir schon Level 16. Pow, und dann geht's richtig ab. Und oh, ich will noch gar nicht gegen den kämpfen. Wie es aussieht, geht's hier unten links auch noch irgendwo hin. Und hä, ich dachte, hier ist noch irgendwo ein Trainer. Nein, das war's nur 3. Na gut, okay. Dann, na, ich gehe jetzt nicht nochmal zum Pokémon Center. Aber ich tue davor schön heilen, so wie es gehört. Haben wir? Ja, wir haben noch. Natürlich. Oh, aber wie viel macht es? 20. Oh, 20. Ich habe eine Idee. Komm schon. Hier, die haben wir ganz oft. Nicht. Check Tag. Das bedeutet, dass es vielleicht hier auch diese coolen Dings das gibt. Diese tollen. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Diese komischen Teile, die man zusammen dingsen kann. So, und wir geben natürlich unserem Beat auch noch eine Beere. Haha, wow, jetzt sind wir einfach perfekt vorbereitet für diesen Kampf. Davor speichere ich sogar nochmal. Und speichere schneller, Spiel. Und Save State. Wie als würde ich speichern. Ich bin Martin. Bla, okay. I've been churned in the rough waves. Was? Churned? Keine Ahnung. Und ich bin total stark geworden. In diesen total dunklen. In dieser dunklen Höhle. Also willst du gegen mich kämpfen? Hä? Lass mich mal sehen, aus was du gemacht bist. Wahrscheinlich aus Fleisch und ziemlich viel Wasser. Aber. Oh. Da will aber jemand cool aussehen. Leader Martin. Tyroke. Aha. Irgend so ein Weicheifi. Ha. Du denkst nicht wirklich, dass du mit dem. Aua! Nein! Das ist fies. Was macht man nicht? Erschreck mich doch nicht. Fake out. Du mich auch. Bau! Jetzt werden wir das Vieh richtig fertig machen. Vor allem, der denkt wirklich, der überlebt mehr als nur eine Runde. Und will sich auch noch hochbuffen. Also, das ist ja richtig disrespektierend. So was macht man einfach nicht. Pow! So, wir ergötzen uns an seinem XP. Scraggy. Jetzt will er angeben mit seinem tollen Pokémon. Warte mal. Von welcher Generation war Scraggy? Das war doch, keine Ahnung, das war doch nicht Gen 4, oder? Egal, muss ich von anders drauf schauen, aber oh nein, das Vieh, nein, das ist schneller als wir. Es könnte, oh Gott, nein, das überlebt sogar voll viel und es hat, warte mal, wie es aussieht, ist es genauso schnell wie wir. Oh Gott, nein, ho! Boah, zum Glück haben wir diese Oran Barrier, weil es jetzt nochmal schneller ist, weil es ja wahrscheinlich gleich schnell ist wie wir. Oh Gott, wirklich. Du musst alles kaputt machen, all meine Strategie und dann halt er einfach. Was soll das? Mann, egal, wir haben zur Not immer noch einen. Aua! Einen Trank. Das soll aufhören mit dem Schaden. Und oh, ich glaube, man kann im Hintergrund ganz komische Dinge hören. Wir sind Level 14 geworden. Yay! Aber ich. Aber ich glaube, ich muss einen Cut machen. Vielleicht. Ich mache jetzt ganz kurz einen Cut. Bis gleich. Hier, da sind wir wieder. Pow! Und ja, wie das Level Up. Nice! So wie es sein sollte. Pow! Und. Okay. Hitmonchan. Du denkst wirklich, du kannst mit deinem Hitmonchan irgendwas machen?
Oh, warte. Moment. Nein. Verdammt. Ich glaube, er kann wirklich was mit seinem Hitmonchan machen. Verdammt. Ich hoffe, der haut jetzt nicht richtig rein, aber der setzt bestimmt wieder Bulk Up ein, was mir gar nicht gefällt. Oh Gott, so wenig HP. Bitte mach nicht zu viel Schaden. Ah. Oh, okay. Ah, sehr schön. Water Gun. Oh Gott, nein. Bulk Up, wirklich? Muss es sein? Bitte nicht. Jetzt habe ich Angst. Komm schon, bitte mach mindestens die Hälfte. Oh Gott. Es könnte sein, dass wir das... Oh nein. Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das verkacken, ist jetzt ziemlich hoch. Oh Gott, wirklich? Muss es sein? Musst du dich jetzt hochboosten? Jetzt schon, im ersten Arena-Leiter. Verkacken! Oh! Aua! Und auch noch so knapp, muss es sein? Gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, ganz toll zu heilen? Das eine ist nur 10 HP und wie viel ist der Rest? 30 HP. 30 HP? Okay, ich habe eine Idee. Wir opfern. Wir geben eine, wie heißt es? Eine Opfergabe. Los, Zickzack. Oh Gott, muss es sein. Der Penner, der macht alles kaputt. Mann. Okay, aber ich habe trotzdem noch Hoffnung, dass unser Freund das irgendwie hinkriegt. Alter, wie viel es geheilt hat. Und... Oh. Zickzacks, nein! Du warst doch noch so jung. Okay, dann ist jetzt irgendwie gefährlich. So, Water Gun, komm schon. Ah. Oh Gott, aber wir überleben sogar. Komm schon, Kritte. Komm schon. Aber wir haben noch eine Bäre, die könnte uns den Hintern retten. Pow, aber... Oh, ja. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt gereicht hat, aber pow, sehr nice. So muss es aussehen. Boah, great! Nimm diesen Arena-Leiter-Orden. Geil! Oh, wir haben es geschafft. Huh. So ein tolles Gefühl. Yay, du hast den Kung-Fu-Badge bekommen. Arena-Leiter-Orden, nicht Badge. Boah, ja. Was? Wir haben jetzt mehr Angriff bei unserem Pokémon. Und wir können Rock Smash einsetzen. Und welche TM? 08? Was war TM 08? Bulk, ach, der Dreck da, Mann, was soll das? Der hat was dafür gesorgt, dass wir hier verrecken. Alter, okay, ich bin stolz auf mich. Mann, ihr habt's geschafft, geil. Das war echt ein knapper Kampf gegen den doofen Arena-Leiter, Mann. Was tut er sich auch hochbuffen die ganze Zeit? Also wirklich, so. Wo ist denn... Hier, nein, hey, wo ist denn... Hallo, ich will mich heilen. Ach, hier oben, okay. Ich dachte gerade, das Pokémon Center wäre verschwunden. Ah. Los, heil uns. Wir brauchen es, wir haben es nötig. Puh, so ein Top Speed. Oh. Okay, also, so die Frage, wo ich als nächstes hin muss. Das Spiel tut einem nicht wirklich viel verraten, wo man eigentlich hin muss. Ich denke mal, da wir jetzt den Gym haben, können wir einfach unten weiter. Oder noch ein paar Häuser gehen und hoffen, dass irgendwo dieses Rock Smash, Blablabla irgendwo ist. Also als Geschenk für uns, das wäre ja möglich. Wo waren wir denn noch nicht drin? Waren wir hier schon drin? Ja. Hier waren wir. Ich habe mir genau das eine Haus ausgesucht, wo ich reingegangen bin. Na toll. So, aber hier waren wir noch nicht, oder? Hey. Hey. Kennst du meinen Bruder? Er ist der Gymleader. Ja, ich habe mich gerade fertig gemacht. Sein Hitmonchan ist so stark. Nein, ich habe es fertig gemacht. Mann. Ich war ein toller Trainer irgendwann. Ja, als ich jung war. Martin ist mein Enkel. Oh, ich dachte gerade, das wäre eine Tür, aber nein, das ist ein Fenster oder sowas. Ja. Oder ein Schrank. Keine Ahnung. Nicht so wichtig. So, was ist hier? Komm schon, ich will von... Ach, ja, stimmt. Ja, hip und... Ist hip und trendy, die Fresse halten. Auf, ja, Josa, hat der Josa gesagt. Ja, egal. Huh, wir wollen da gar nicht hin. So. Sollen wir jetzt wirklich schon gehen? Ja, na gut, dann gehen wir halt einfach mal weiter. Union Gate, ja. Hey. In Richtung Süden ist Mystic Town. Das ist eine kleine Stadt. Du meinst wie kleine Stadt? Eine kleine Stadt wie kleine. Oh. Hey. Hey Sky. Hi Schanwer. Also hast du Martin vernichtet? Super. Lass uns kämpfen. Was? Nein. Ich will nicht.
Oh Gott. Bitte sei nicht super stark. Pokémon Trainer Sky würde gerne battlen. Set aus. Er hat Hippopotas rausgeschickt. Boah, geil. Ich freue mich. Auch wenn sein Sandsturm jetzt seine Spezialverteidigung erhöht, sind wir immer noch super effektiv gegen den. Und wir werden jetzt Pow richtig vernichten. Geil. Und ich bin mal wieder richtig zu dumm zum Reden. Pow. Oh, noch ein Level. Ein einziges Level und dann können wir uns entwickeln. Pack, geil. Ja, ja, gerne. So, das liebe ich einfach an Plinthorn. Und allgemein an Empoleon. Dass es Flugattacken erlernen kann. Das ist so unglaublich nützlich gegen Pflanzen-Pokémon. Pow, jetzt haben wir eine Flugattacke. So geil. Ah, du bist super. 2000 Poké-Dollar. Nice. Ich werde dich nächstes Mal besiegen. Und du brauchst die VM Rock Smash, wenn du weiter willst. Hier, nimm sie. Wow, danke. Echt nützlich. Cool. Echt cool von dir, Mann. So. Der zeigt uns, wie man es einsetzt. Okay. Sind wir gerade in der Wand? Oder kann man da normal rein? Ja, okay, da kann man normal hin. Aber wir haben ja nicht umsonst unseren VM-Sklaven. Wo ist es denn? Rock Smash! Und genau für sowas haben wir Zickzacks. Abel und Kain. Hier, Zickzacks. So, ich frag mich, ob das Zickzacks mittlerweile... Nein, es hat kein weiteres Dings. Pokémon. Kein weiteres Item. Schau mal, beeil dich. Ja. Alter, wow, ich konnte mich gerade nicht kontrollieren. Also, ich zeig dir, wie man Rock Smash benutzt. Ja, du musst es einfach jemandem beibringen, haben wir schon. Dann, ciao. Warte mal, warum steht das so weit weg von dem? Müssen wir es genauso machen? So setzt man es aber gar nicht ein. Oder? Wenn wir das hier wirklich so einsetzen, das ist echt cool. Du kannst genauso wie ich machen. Also, finde irgendwelche coolen Items und finde Pokémon, die sich in den Stein verstecken. Viel Spaß. Yay. Hippopotamus. Es ist Zeit zu gehen. Herzchen. Oh. Cool. Ha. Ja. Wir können es zerstören. Und los, Zickzack-Sklave. Vernichte ihn. Was? Der Typ hat nicht gelogen. Also, Items sind wirklich drin. Geil. Die Musik. Oh, du hast die Musik kaputt gemacht. Und dann sagt er, dass wir ihn herausgefordert haben. Der hat uns herausgefordert. Oh, das scheint so ein Reicher zu sein. Der gibt uns bestimmt eine Menge Kohle, wenn wir ihn besiegen. Los, Wieb! Und, Watergun, vernicht ihn! Also, aua! Ey, was, der wehrt sich einfach so. Und er ist genauso schnell wie wir. Weil immer, wenn es zufällig ist, wer angreift, dann sind wir gleich schnell. Und, oder es könnte sein, dass ich in den Optionen... Könnte man das in Optionen einstellen? Nee, oder? Keine Ahnung. Hui. Wir wollen hier noch gar nicht weiter, oder? Wollen wir hier weiter? Ja, nein? Oh, da unten ist auf jeden Fall ein Stein und ich will jetzt jeden einzelnen Stein aufmachen. Weil bei jedem Stein könnte ja ein Item sein. Ha, Stein und Item sein, das hat sich gereimt. Geil. Watergun, so, ja, langweilige Minikämpfe vorspulen. Die brauchen wir ja nicht. Und was ist hier drin? Komm schon, Meisterball. Und Äther. Aber ziemlich cool, dass man hier Äther findet. Die sind ziemlich nützlich. Normalerweise. Ah, ich mag Lernen nicht in der Schule. Okay, cool. Und was hat es mit uns zu tun? Oh mein Gott. Schulkid Billy. Patriot. Oh, der Patriot. Weißt du was? Nur weil du so ein doofer Langweiler bist und nicht lernen willst, mache ich dich jetzt fertig. Ja. Dass du weißt, dass es wichtig ist, in der Schule zu lernen. Schinx. Ja, die und ihre Elektro-Pokémon. Warum muss jeder von denen ein doofes Elektro-Pokémon haben, Mann? So. Und im Moment ist aber immer noch Watergun unsere bessere Lösung, da wir ja noch nicht zum Teil Flug sind, was wir glaube nie werden. Oh Gott, nein! Au! Ah, okay. So viel Schaden hättest du es nicht gemacht. Aber, piu! Keine Ahnung. Das ist das Doofe. Es lernt zwar Flugattacken, aber es ist nie vom Typ Flug. Es wird nämlich irgendwann mal zum Halbtyp Stahl.
was ziemlich cool eigentlich ist, weil Stahl ziemlich defensiv ist, aber... ja. Oh, geil! Blindfahren ist evolving! Warte, Blindfahr oder Blindfahren? Ich glaube Blindfahr. Wow! Da! Los! Zeig uns, was du kannst! Wow. Oh mein Gott, das ist ein Pinguin! Und? Er wurde in einen Brinblub. Ja, ich sollte einfach nur Beat sagen. Metal Claw, natürlich, geil. So, ich habe ja gerade gesagt, es wird zu einem Metall-Pokémon. Und da ist es auch ganz nützlich. Und Bubble ist eigentlich ziemlich nutzlos im Moment. Also weg mit Bubble. 1, 2 und puff. Puff. Ja, wir wissen, du hast den neuen Attacke gelernt. Ich hab's kapiert, Mann. Geil. So, und oh. Nein! Ich wollte das Item haben. Wow! Oh mein Gott! Seht ihr das? Heftig! Das will ich haben. Ich glaube, das ist ein Pokémon, das ich jetzt haben will. Los! Funde es zu nicht tot. Au! Komm schon. Und? Bau! Überleb! Oh! Ember. Aua. Es ist nicht sehr effektiv. Okay, das wäre jetzt immer noch nicht Typ Stahl. Oh! Komm schon. Das wäre das erste Pokémon, das ich auch noch mittrainiere. Und? Komm schon! Ja, bitte! Und? Geil! Nice! Boah! Fukani, oder? So hieß auch die von Wickeln. Cronif! Ja! Und? Boah! Geil! Natürlich geben wir einen Nickname. Und ich... ich habe eine Idee. Und ich weiß nicht, ob die Person das überhaupt rausfinden wird, dass die so gesehen jetzt verewigt wird im Let's Play. Aber der Name passt, glaube ich, nicht mal komplett, oder? Schauen wir mal. Der Mut. Muten. Mal schauen. Ich glaube, das passt. Boah, cool. Schauen wir mal. Was ist denn? Muten. Ja. Aber ich glaube, der schreibt sich mit noch einem Y. Soweit ich weiß. Sein Kanal. Ja, ich glaube ich auf jeden Fall. Egal, auf jeden Fall. Wenn nicht, ist es mir egal. Ich habe nur noch einen Platz. Ein Buchstabenplatz. Ja. Und was ist Pokéball? Ein Pokéball. Yay. Wir haben ein neues Pokémon. Ja. Und gleich ein Item. Warum haben die alle ein Item? Raspberry. Cool. Okay, dann das nächste Mal werde ich Muten Yoshi auch ungefähr auf Level 16 trainiert haben. Und ich werde die auch geheilt haben. Ich werde die auch heilen, die zwei. Und dann, ja. Wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.